Herzlich willkommen zum fünften Teil der EduTech Screencast-Reihe. In diesem Screencast wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie EduTechs entweder ganz alleine oder mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder aber mit Ihren Schülerinnen und Schülern nutzen können. Zum einen können Sie EduTechs natürlich nutzen, wenn Sie gerade dabei sind, eine neue Unterrichtsreihe oder Unterrichtsstunde zu planen. Wenn Sie hierbei gerade auf der Suche nach passenden Materialien im Internet sind, können Sie diese als Lesezeichen speichern und somit in einer Sammlung für sich auf EduTechs verfügbar halten. Hierbei können Sie natürlich selbst auf die Suche nach Materialien im World Wide Web gehen oder Sie schauen bei EduTechs rein und gucken, welche Lesezeichen zu diesem Thema schon von anderen angelegt wurden. Diese können Sie dann ganz einfach durch Hinzugabe eines neuen Schlagworts in Ihre Sammlung integrieren. Höchstwahrscheinlich sind Sie an Ihrer Schule nicht die einzige Person, die im Internet nach interessanten Materialien für den Unterricht sucht. Bestimmt kennen auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise aus der Fachschaft, interessante Webseiten oder Unterrichtsmaterialien im Internet. Diese können Sie mit EduTechs natürlich auch gemeinsam sammeln, indem Sie sich auf ein gemeinsames Schlagwort einigen und hiermit Lesezeichen von allen Ihnen bekannten interessanten Materialien anlegen. Auf diese Weise ist es möglich, dass Sie kollaborativ ohne viel Arbeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen oder auch Bekannten gemeinsam Unterrichtsmaterialien sammeln können. Natürlich können Sie EduTechs auch im Unterricht nutzen. Hierfür gibt es verschiedene Szenarien. Einerseits könnten Sie im sogenannten Rundum-Sorglos-Szenario Ihren Schülerinnen und Schülern verschlagwortete und von Ihnen zusammengestellte Ressourcen zur Verfügung stellen, die Sie in einer Lesezeichensammlung gespeichert haben. Das Bindeglied zwischen den verschiedenen Ressourcen wäre dabei ein bestimmtes von Ihnen ausgewähltes Schlagwort. Die Schülerinnen und Schüler würden in diesem Szenario nichts aktiv zur Lesezeichensammlung beitragen. Vielmehr nutzen Sie als Lehrkraft in diesem Szenario EduTechs, um Ihren Schülerinnen und Schülern verschlagwortete Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Szenario ist das sogenannte Sandkastenszenario. Dieses heißt so, weil es die Schülerinnen zum Experimentieren und Ausprobieren anregt. Ausgangslage ist auch hier wieder eine Sammlung von Lesezeichen, die Sie Ihren Schülerinnen und Schülern bereitstellen. Die Lesezeichen, die Sie bereitgestellt haben, sind jedoch noch nicht schon verschlagwortet. Das ist in diesem Szenario die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler. Hierdurch müssen diese sich aktiv mit den bereitgestellten Ressourcen auseinandersetzen und sich überlegen, welche Schlagworte beispielsweise verwendet werden können, um den Inhalt gut zu beschreiben, oder welche Schlagworte vergeben werden können, um ihre Perspektive aufzuzeigen. Das einzige Schlagwort, das Sie als Lehrkraft vergeben, ist das Schlagwort, das Sie benutzen, um die Sammlung zusammenzuhalten. Im dritten Szenario, dem sogenannten FreischwimmerInnen-Szenario, haben Ihre Schülerinnen und Schüler eine noch aktivere Rolle. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie starten gerade eine neue Unterrichtsreihe, beispielsweise im Fach Englisch zum Thema Shakespeare, und wollen die Schülerinnen und Schüler zum Einstieg in die Reihe selbst recherchieren lassen. Ihre Schülerinnen und Schüler können die Ressourcen und Materialien, die sie im Internet gefunden haben, auch selbst bei EduTechs verschlagworten. Dazu müssen sie wieder ein gemeinsames Schlagwort nutzen, um die Sammlung zusammenzuhalten, und können so dann gemeinsam und kollaborativ mit den Schülern einen gemeinsamen Ressourcenpool zu einem Thema aufbauen. Es ist hierfür im Übrigen genauso wie im Sandkastenszenario nicht notwendig, dass jeder Schüler und jede Schülerin ein eigenes EduTech-Nutzerkonto anlegt. Sie könnten als Lehrkraft beispielsweise einen Funktionsaccount anlegen, den Ihre Schülerinnen und Schüler alle nutzen können.